Also immer wieder erreichen uns ja Anfragen zu bestimmten gesundheitlichen Themen und ich möchte da noch mal was zu sagen zu der Investition in die Gesundheit, weil wir ja nun mal privatwirtschaftlich arbeiten. Klar, private Krankenkassen decken Heilpraktikerkosten, aber in der Regel zahlen die Patienten hier aus eigener Tasche. Es ist natürlich eine Investition in deine Gesundheit, aber ich sehe es eben so, Arbeitskraft, also das, womit du Geld erwirtschaftest, ist ja letztlich nur dann vorhanden, wenn du auch gesund bist. Also ist natürlich die Gesunderhaltung auch eine Investition in deine Gesundheit. Und ich denke mal, so solltest du es vielleicht sehen, wenn du alles daran setzt, gesund zu bleiben und dann eben auch dich darauf einstellst, vielleicht mehrere Sitzungen zu bezahlen und vielleicht auch in deine Gesundheit investierst im Sinne einer Lebensstilveränderung, dann wirst du im langen Laufe tatsächlich wahrscheinlich auch wirtschaftlich besser dastehen.